Wortschatz, Andachten und Predigten im Jahreslauf. Mein Name ist Diana Lips, ich bin Pfarrerin im Kirchenbezirk Zweibrücken. Lesen Sie auch gerne Kleinanzeigen? Ich kann diese Seiten bei meiner Zeitungslektüre einfach nicht überblättern. Was da so angeboten wird, regt meine Fantasie an. Ich male mir aus welchem Zuhause die Sachen wohl kommen und warum sie nun nicht mehr gewollt oder gebraucht sind. In Versuchung, etwas zu erwerben, komme ich dabei nicht. Das ist bei den Suchanzeigen ganz anders. Zu Hause gesucht. So heißt es oft über der Beschreibung eines miauenden oder bellenden Vierbeiners. Meist hat das Schicksal es ihnen nicht leicht gemacht, besonders wenn sie auch noch ein Handicap mitbringen. Tierheime suchen für ihre hilflosen Schützlinge das, was die ganz dringend brauchen. Ein Zuhause. Und jemanden, der oder die sie lieb hat, mit all ihren Eigenheiten, Drolligkeiten oder Beschwernissen. Und dann gibt es noch die Suchanzeigen, wo ein geliebtes Haustier schmerzlich vermisst wird. Die Bilder zeigen nicht immer Schönheiten und besonders gehorsam waren die Hunde auf Abwegen wohl auch nicht. Aber sie werden geliebt und gesucht. Mancher Streuner weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er auf Abwegen ist, dass er verloren und in Gefahr ist, dass er Hilfe braucht. Oder der Magen ist leer, kein Fressnapf wird gefüllt, das Fell wird struppig und juckt. Es stimmt etwas nicht, es geht ihm nicht gut. Und wenn etwa im Tierheim der Hunger gestillt und das Fell gepflegt wird, dann fehlt da doch ein vertrautes Gegenüber, die freudige Begrüßung und das liebevolle Streicheln. Im Trockenen und doch verloren. Sind wir nicht manchmal genauso verloren? Zum Teil ohne es zu wissen, weil vordergründig alles glatt läuft. Wir mit Familie und Freundeskreis beschäftigt sind, mit unseren Hobbys, dem Einkaufen, der Urlaubsplanung. Dass bei all dem Treiben und Beschäftigtsein im Inneren eine Leerstelle bleibt, nehmen wir da gar nicht wahr. Diese Leerstelle kann aber auch sichtbar werden, kann uns sehr bedrücken, weil wir arbeitslos sind, das Geld hinten und vorne nicht reicht, weil wir uns abgehängt fühlen. Wir fühlen uns verloren, weil wir einsam sind, gebrechlich oder anders eingeschränkt. Unzufrieden, ängstlich oder traurig. Aber da ist einer, dem sind wir wichtig. Der ist auf der Suche nach uns und füllt die Leerstelle. Wir sind nicht hoffnungslos verloren. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er schenkt uns seine Liebe und ein Zuhause. Er schenkt uns die Ewigkeit. Auch wenn wir keine Schönheiten sind, auch wenn wir unsere Fehler, Schwächen und Macken haben. Wir sind gesucht und gefunden.